Stream. Folge. Ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Rausensberg. Bei mir ist immer noch der Paul dabei. Wir sind hier live aus dem Stream am Sonntag. Tja, ich habe jetzt fast das Feld fertig. Ich muss gerade mal schauen, wir waren bei 7, 8 umeinander. Dann machen wir ja, kurz nach 35, so oder so. Ja, passt schon. Wir sind jetzt noch immer beim Feldernten und haben es dann gleich, dieses Feld jedenfalls. Weiß ich nicht, soll ich... Ich mache es so, ich mähe hinten mal aus. Wie? Ausmähen? Einen Rand entlang ausdreschen, ein Vorgewinde nennt man das. Wenn ihr das was Begriff was sagt. Ich mach mal hinten bei dem großen Fels Vorgewände und dann würde ich sagen, darfst du mal Drescher fahren. Boah, kannst du auch weitermachen. Ich hole mir die Fräse und einen Anhänger, einen fetten, und dann lüge ich los. Mit der Fräse. Nein. Machen wir schon schön Pellets, die mache ich dann. Kannst du mal Drescher fahren, dann müsstest du auch mal weiß, wie es geht. Und kannst du auch direkt hier das Vorgewinde hinten machen und alles. Wenn's magst. Ich fahr die Pellets. Mach Pellets. Ganz entspannt. Dann traut er sich wieder nicht. Doch klar. Ich kann auch Drescher fahren. Ja, ich möchte mal sehen, wie du Drescher fahren kannst. Ja, dann machen wir mal Motor aus. Dann komme ich jetzt zu dir. Jo. Ja, dann kann ich den LKW mit drüber nehmen, ne? Kannst du auch machen, ja. So, erstmal schön Tempomat an. Wie schnell können wir überhaupt werden? Schnell. 80. Ja. Würde ich aber nicht fahren, 80. Ja, wieso nicht? Aufpassen durch die Stadt. Ach, mir traust du immer zu wenig zu. Hier kippt schon nichts aus. Auskippen tut sowieso nichts. Das ist, da bin ich ja ganz gespannt, wie das im nächsten Spiel wird. Ob sie das machen, ob was auskippt, wenn man umwirft oder nicht. Das wäre mal interessant. Oh, da schreibt drei besser als helle Nacht. Ich bin der Beste im Fahren. Also, ich knall dir hier durch die Stadt mit Vollgeschwindigkeit, wenn ich Bock hab. Huch! Oh nein, nicht schon wieder! Es tut mir leid! Was habe ich gesagt? Komm mal her, alles umgekippt! Was habe ich gesagt? Komm mal in den Truck rein, nur der Truck steht. Komm mal in den Truck rein. Oh nein. Ich komme eh schon lang gefahren. Wo bist du denn hingefahren? Links rauf, ja? Ja. Alles umgekippt. Jetzt hab bitte nicht. Rechts lang bin ich gefahren. Du stehst da eh komplett da. Du Verarscher. Den Witz kann ich mir da auch mal gönnen. Ist es eingebaut, dass du es ziehen kannst, oder hast du so ein Ladeding dafür? Eingebaut? Klar. Ja, fast. Jetzt. Hör mal doch nicht die Spielzeuge, hör mal doch gleich was Gescheites. Moment. Oder willst du ansetzen? Genau. Ich lauf da mal, ich jogg da mal ein bisschen. Schadet auch nicht. So, Schneidwerk hin und Drescher anschalten. Magst jetzt einmal ganz spannend, einmal rund, ganz entspannt einmal rundherum. Da muss man dich in der Zwischenzeit einmal nochmal abtanken. Ganz kommst du nicht rum.
ungefähr dort, wo du stehst, ist eh gut, wo du stehst. Weil da ungefähr bist du nämlich voll. Das weiß ich nämlich. Wenn ihr möchtet, kann er mal seinen Snap-Namen in den Chat schreiben. Ja, das macht er dann schon. Der macht es dann schon. Kommt er rein? Nee, ne? Nee, kann er nicht, weil er die Bezahlmods nicht hat. Er schaut zu. Aber du könntest ja mal in die Party kommen, das kannst du auch machen. Ich hab nichts dagegen. So, wo hast du den Traktor abgestellt? Hinten, vorne, vorne, hinten? Nee, der steht da. Auf dem Feld, mitten in der Spur. Ach, da vorne. Also, wenn er mit 10 km/h ist, ja mega entspannt. Ja. Oh, den müsst ihr auch mal tanken, ne? Nee, Wartung. Der Benzin hat er auch bald nicht. Echt? Ja. Läuft auf den letzten, also auf dem letzten großen Strich. Erwartung hat sich jetzt erledigt, das haben wir gerade gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Mobile Wartung, wenn sich das mein Geheimnis. Aber letzten Tag gemacht, dass das gar nicht mitbekommen, gell? Ich? Ja, das hast du letztes Mal gar nicht mitbekommen. Aber überhaupt nicht. Hast du nur gewundert, dass der Drescher wieder schneller geht? Der Häcksler wieder schneller geht. Ja, stimmt. Ach, stimmt, stimmt. Hey, siehst du, so fährt ein Profi hin. Wer, ich? Nee, ich hab's allgemein gesagt. So fährt ein Profi hin an den Anhänger. Der fährt auch von oben hin und nicht von unten. Weil von unten ist nämlich der Weg rauf weiter, ist eh klar. Schießt ja dann bergab statt bergauf. Es gibt keine Party, wenn mich jemand einladen könnte. Laden mal dazu. In die Party? Ja, laden mal dazu, ihr findet uns nicht. Ist eh klar. Es ist alles scheiße gemacht worden von Sony. Ja. Weil sie zu viele zu viel Mimimi gemacht haben, jetzt haben sie es alles umgeändert. Und da kommen die rein und die können mir und die beleidigen uns und. Ja, dann mache ich das Ding halt auf privat, oder? Dann hat früher auch keiner rein können. Ja, guten Tag. Moin. Ja. Lass mich raten, 12. Also von Dings her würde ich sagen, ja. War gar nicht gern, gell, aber passt schon. Nö, nee, ist alles entspannt bei uns, siehst du. Auf den neuen LS-Teil, da bin ich schon gespannt, wie der wird. Oh, das wird Arbeit. Das wird ordentlich Arbeit. Ja, aber dann kaufen wir einen Server. Mal schauen. Wir kaufen einen Server. Ich kaufe einen Server. Tut mir leid. Eigentlich wollte ich ein Spiel aufmachen. Dann kaufst du einen Server, ich bezahle den oder so, ist mir lax. Können wir auch.
kosten so ein Server? Der ist eh nicht teuer, oder? Aber da könnte jemand dann auch offline, offstream weitermachen, wenn ich mal nicht online bin. Ja, genau. Das ist das Gute. Und dann gibt es bestimmt so Einstellungen wie auf den ganzen Servern. Wenn Host nicht online, dann können die und die Spieler nicht drauf. Und dann haben die nur begrenzte Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Einkaufen von Saatgut, Pipapo etc. Und das war's. Das machen wir schon wieder so Sorge, dass das Spiel so günstig ist. Dass da nicht viel drin sein wird. Ja. Kriegen wir schon alles hin. Werden wir gleich einen Season Pass dazu holen, wenn wir einen haben, wenn es einen gibt. Ja, wird's gehen. Aber ziemlich in der nächsten Zeit dann, weil jetzt Oktober, November wird ein bisschen geldintensives Monat. Mit Sachen bezahlen. Schauen wir mal. Kriegen wir schon. Läuft ja nicht davon. Und eins darf es froh sein, dass ich die Pelletsmaschine auf automatisch gestellt habe. Automatisch was? Dass sie das mit der Melasse befüllen und das Zeug nicht alles hast. Was ist denn jetzt los? Ja, habe ich ja auch gemacht. Ja, aber wenn ich das nämlich auf manuell stelle, dann weißt du, was los ist, oder? Dann muss ich das irgendwie mal nachfüllen. Mhm. Aber und wo? Das und das wie? Nicht wenig. Melasse, da gibt's so Paletten, da ist Melasse zum Kaufen. Warte, ich zeig dir das mal. Paletten. Schau mal, das Streamline. Das sind dann die Garnrollen und die Netzrollen und das Zeug und diese Melasse. Das wäre das alles hinten bei Paletten. Ganz hinten. Kostet das viel, dieses Nachfüllen? Oder gleich? Das Nachfüllpaket-Zeugs, also diese Melasse, kostet 100 Euro pro Palette. Ja, das Garnrollen und Netzrollen auch 100 Euro. Das geht eigentlich. Aber du weißt dann nicht, wenn du mitten auf dem Feld bist, wann ist es soweit und, weißt? Das ist dann die Sache. Ja, ja. Und so kann ich einfach durchfahren. So, ich fahre mir jetzt mal den Anhänger runter, weil das ist immer zu blöd da zum Hochfahren. Ein Dolly dran, deswegen habe ich ihn da lassen. Schaut es bei dir aus? Bist du schon einmal rundherum? Nee, noch nicht. Fährt nur 10 km/h das Ding. Schon voll? Kurz vor. Kurz vor. 20%. Das ist ein guter Ertrag, den du hier hast. Ja, ist auch 100% gedüngt. So, da hat einer Kreisel gefahren mit dem Mähdrescher auf dem Feld. Ich? Nee, der andere. Der Dings, ja. Der. Helle Nacht. Gnetti. Das war ein kleiner Fail. Ich lauf mal vor, ich komme mit dem Dienstwagen runter, dann fahre ich dann mit dem LKW dir entgegen. Kannst du ja mal meine Bahn anschauen und dich beschweren. Ja, das schauen wir uns dann gleich mal an. Das kann ich gerne machen. Also da einen kleinen Moment, bis ich erst beim Dienstwagen oben bin, bis ich den ausgepackt habe. Aber der geht ja 240, das Ding. Paul hat schon Bekanntschaft gemacht mit dem Ding. Ja gut, 203 haben sie runtergesetzt. Der andere ist 240 gegangen. Aber der ist cooler mit dem Lichtern. Aber Kneti, was meinst du? Schaust du noch zu im Stream?
Meinst du, der ist ja viel cooler mit den Positionslichtern oben? Guck dir mal die Scheinwerfer oben an. Die Nebelscheinwerfer. Die blenden vielleicht. Moin. Und so, fahren wir mal rüber. Mit Dienstwagen. Wow. Gut gegangen. Was? Ich wäre im Kreisverkehr bald irgendwo dagegen gefahren und mich jetzt vielleicht eventuell geworfen. Ne? Geil. Ja, Lüfter. Guten Tag. Schon ordentlich was drin, gell? Jo, was hast du denn in den zweiten mit einbefüllt bisschen, aber den müssen wir sowieso voll machen. Müssen wir sowieso voll machen, ist doch wurscht, ist doch scheißegal. 197.502. Ja, moin. So, Paul, wichtige Info an dich. Ja. Jetzt mache ich erstmal Qualitätskontrolle. Jetzt warte mal, fahre ich erstmal eine Runde. Qualitätskontrolle, der muss auch mal sein. Naja, ich würde sagen, passt. Geile Bahn, ne? Sag, was du willst, die ist geil. Ja, kann man nichts sagen, die kann man damit arbeiten lassen. Passt doch. Sagt doch, ihr habt Mähdrescher-Erfahrung. Ja, dann ist ja das gut, wenn du Mähdrescher-Erfahrung hast, weil wenn ich mal was anderes zu tun habe. Beziehungsweise, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr Kohle haben, dann werden wir uns einen zweiten Drescher zulegen. So schaut's aus, guter Junge. Aber kann ich mir so einen eigenen Aufsatz kaufen? Und kannst du dann auch? Weil ich hab da so einen Favorit. Welchen? Warte mal, dann müsste ich mal kurz in den Shop gehen. Also, lass mich gleich mal mitgucken. Schneidwerke, gell? Nee, lass mir erstmal auf Drescher gehen. Also Drescher. Drescher ist ja der größte. Vom Zweitvolumen her. Ja. Gibt keinen größeren. So, und dann Schneidwerke. Das Drescher ist der größte. Von New Holland oder was? Nee, der zweite John Deere, der 645 FD. Ja, da brauchst du wieder extra einen Schneidwerkswagen dazu. Das ist doch Käse, sowas. Tja, da brauchst du einen Schneidwerkswagen dazu. Das Ding hat 13,70 Meter. Da brauchst du einen großen Schneidwerkswagen dazu. Nur Moment, das Ding ist, Moment. 17 Einheiten nimmt das an. Jetzt lass mich mal nachschauen. Und wenn du dann einen großen Schneidwerkswagen dazu brauchst, das nimmt auch nochmal 4 Einheiten ein. 4 Plätze ein. Beziehungsweise 5. Wenn du den Elmer-Schneidwerkswagen nimmst, braucht nämlich noch mehr. Das, tja. Was tun? Ui! Also, ich fahr da mal rüber, mach mal drüben weiter. Der LKW fährt zu langsam, den muss ich überholen. Schade, dass es so mit Einheiten begrenzt ist. Ja, ich hoffe, das wird im Neuen besser, dass da mehr Slots frei sind. Das hoffe ich inständig. Ja, mehr oder keine Begrenzung. Oder, ja, keine Begrenzung würde ich jetzt nicht sagen, weil sonst kauft jeder, was er will. Aber mehr Dings sollte schon frei sein. Ist das Beruf? Wow! Ja, das ist doch Hast Beruf, du den Sprung gesehen? Was ist Kuh? Ne, pro Hof ist diese Schneidwerksbegrenzung, ne? Nee, es ist für die ganze Map, denke ich mal. Nee, echt? Glaube ich nicht. Ja. Muss ich jetzt erstmal testen. Aber was du auch machen könntest, ist. Wir könnten es ja dann so machen, dass du vielleicht für mich erntest und. Du machst dir einen separaten Hof auf und du bekommst von mir das Geld. Das kann man auch machen. Und behalt die Ernte, finde ich gut. Weißt du, was ich meine? Wenn du für mich erntest, du erntest für mich, sagen wir mal, jetzt an 8 Stunden. Jetzt hier, auf dem Server? Du kannst dir hier separaten Hof aufmachen.
Und dann stellst du dich als Lohnunternehmen ein. Und dann kann ich dir Geld geben, Geld überweisen. Ja, finde ich blöd. Ich mag deine Reserven so sehr. Was meine? Deine Reserven? Was bin der Reserven? Dein Vorrat an Materialien. Ja, bekommst du deswegen auch was? Das ist kein Problem nicht. Ja, also so wie jetzt halt dann auf realistisch gemacht. Also das möchte ich schon im nächsten so machen. Es hat auch der Flo schon vorgeschlagen, Nein, das würde ich nicht machen. dass einer Lohnunternehmen macht. Das würde der Flo machen. Wie soll das der Flo machen? Ich mache keine Konkurrenz. Das hat nichts mit Konkurrenz zu tun, und das hat mit dem zu tun, dass du aushilfst den Leuten und dass du dafür Geld bekommst. Und nebenbei kannst du ja selber noch was mit aufbauen. Die Map, die neue, wird ja groß genug sein. Die Ja, französische ganz Map da. entspannt. Ich schaue es mir Schau. erstmal ganz entspannt Das an. schauen wir mal an, wenn es soweit ist. Kneti, komm, holst du auch das Neue? Weil mach ich einen eigenen Hof auf. Aber mit dir. Weil du bist auch so ein kleiner Suchti insgeheim. Das weiß ich. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ach, wie schön entspannt das Pelletspressen geht. Schöne Arbeit. Muss ich ein bisschen eingreifen und korrigieren. Ja, das neue Spiel wird zeitintensiver wird mehr intensiver mit dem Geld werden. Habe ich auch schon aus Leuten hören. Dass das sehr viel zum Kaufen ist. Und noch dazu, du hast jetzt noch was dazu bekommen dann, oder bekommst noch einiges mehr dazu. Mit den Weintrauben, auf jeden Fall. Und du musst dann jetzt dann, wenn du grupperst oder pflügst, musst du auch die Steine mit aufsammeln. Du brauchst auch wieder ein extra Gerät. Du musst bei einem neuen Spiel, das ist neu mit eingefügt, da wenn du die Steine mit aufgrupperst, musst die einsammeln, sonst beschädigen dir die deine Geräte. Dann werden die schneller kaputt als so. Nee, die Steine werden nicht größer, aber die Geräte gehen schneller kaputt. Durch die Steine, weil die da rumliegen. Da bin ich einmal mega gespannt. Ja, aber YouTube-Freunde, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind schon wieder an unserer Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Ein Däumchen ist ein Träumchen, sagen aber manche. Und ja, und vielleicht ein Abo. Und bis demnächst. Tschüss und ciao. Tschüss.